Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf die Stöppelbach. Ja, wir sind am Wiese-Schlöppen-Krimi. Bin ein Fan. Das läuft schon mal. Muss ja auch gemacht werden, ne? Ein anderer Fan ist am Fügen. Ich hoffe, das ist jetzt so mit Ton okay. Ich habe alles nochmal runtergestellt, ne? Alles. Ich glaube, so müsste es gehen, ne? Ich habe es auch nicht so laut auf Ohren. Von daher müsste es gehen, ne? Aber tut sich ein bisschen schwer mit der Schlippe, ne? Auf die Wiese muss es jetzt mal gehen. Da wir ja mit drei Düngestufen spielen, müssen wir hier auch mal ein bisschen was geben. Da würden wir jetzt zwei Düngestufen auf die Wiese kriegen, ne? Wir werden nicht alle Wiesen schleppen, glauben, oder? Ja, mal gucken. Mal gucken, ne? Ich glaube, die Grafik ist besser geworden. Ich habe hier diesen komischen Shader mit reingenommen. Aber mit dem Fan kannst du nicht schleppen. Das geht nicht. Leichte Schmerzen mit der Schlippe. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Okay, ja. Ja, wir haben kein GPS auf der Schlippe. Unsere Schlippe sind schon ein bisschen älter. Da müssen wir noch Pi mal aufgefahren. Zeit sind jetzt ganzes mit dem Schlepper schleppen. Vielleicht echt mal besser damit. Nicht so richtig viel Hintergrund nehmen. Ja, dann müssen wir das verschieben. Die Feldarbeit geht erstmal vor, ne? Das ist das Problem, wenn man geschickt wird. Feldarbeit ist wichtig, dass die läuft. Weil wir ja jede Menge zu pflügen haben. Da muss mal das am Schlüssel sein, ne? Wir haben ja 6 Tags pro Jahreszeit. Ja, das ist ja nicht das Schlimmste. Aber Flügen dauert ewig. Und da du ja auch oft selber fliegen musst, musst du dann immer die Zeit nutzen, wenn es braucht mal gehen, ne? Wenn wir jetzt alles schon wieder mit Dünger befahren, ach so, ich vergesse es immer wieder, ne? Da ist ja gar kein. Keine Reserve, die hat ja einen eigenen Rückwärtsgang. Das soll jetzt mal dran denken, ne? Ehrlich, ne? Aber Grafik gefällt mir. Nun, volle Pulle. Lol. Ja, Mods habe ich auch noch ein paar mit reingenommen, ne? Wir werden noch einen Dreschkasten schön kaufen. Klar, das Lexion habe ich mit reingenommen. Ich hoffe, der ist gut. Ich habe morgen mal so ein bisschen auf FPM gestöbert und den Mod hat noch hier und dies und das gemacht, ne? Damit wir hier vorankommen. Auch auf der Holzhammer. Samstag morgen, wo ich aufnehme. Ich muss ja auch gleich zum Geburtstag. Es fehlt mir so ein bisschen die Zeit, aber. Ich sag erstmal wieder, ja, von hier noch so ein bisschen rumtreckern, dass wir hier vorankommen, ne? Weil jetzt wird doch erst noch einige Spielzeit reinfließen, bis der Frühling erstmal irgendwie mit dem Flüge und hier dauert halt, ne? Man kann euch ja nicht andauernd dasselbe zeigen, das wäre ja auch gut. Obwohl es dazugehört, ne? Die Spieler mit Seasons. Ich finde, gehört in 17er Rhein-Seasons. Finde ich gehört generell Rhein-Seasons. Auch wenn es manchmal dann ein bisschen zäh ist, aber Seasons gehört dazu. Ich gucke jetzt mitstehen. Oh, 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 oh. Da haben wir doch nicht so tüffeln. Dann hebt die eigentlich nicht an. Panzer annehmen ist ein bisschen dran. Schlecht, ne?
Geh doch mal. Geh, 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 geh. Lord. Ja, der IEC steht auch schon startbereit. Und da will ich so eine Maschine kaufen. Ne? Dann wissen wir ungefähr, wo die Reise von den Kohlen hingeht. Und wenn ich komme, noch ein, zwei Flecken dazu nehmen. Ne? Wichtig ist jetzt hier für die. Ich habe auch eine neue Sämaschine mit reingenommen, ne? Die muss ich auch gleich noch kaufen. Die andere mit 3 Meter, da sind wir ja die Wandverdichtungsrampe, die verkaufen wir glaube ich wieder. Kann man mal dahinter erst noch stehen lassen. Wenn wir mal so kleine Sachen noch zu säen haben oder so, oder ein Drop ist, oder du mit 2 Drillen losfahren kannst, ist das ja ganz okay, aber ansonsten würde ich die erstmal. Ja. Stoppelbach. Kommt ja wohl richtig gut an. Stoppelbach hätte ich ja nicht gedacht. Überhaupt LS17 kommt ja richtig gut. Vielen Dank, ne? Hätte ich nicht gedacht. Hätte eher gedacht, das kommt wieder blablabla, Svenny. Nein. Nein, kommt ja richtig an. Bin imponiert. Aber mir macht ja auch Spaß, die 17er. Ist auch mal wieder komplett was anderes, ne? Vor allem im 19er war die Stappenbach. Wie soll man es ausdrücken? Nicht gut. Sagen wir es mal so. Ja, im 17er top, ne? Ich hoffe nicht, dass die im 22er kommen. Manchmal ist das mit aufgewärmten Sachen einfach. Ist nicht mehr so. Manche Sachen müssen in einem LS-Teil bleiben oder auch mal im zweiten und dann ist auch gut gewesen, oder? Sehe ich noch nicht. Weiß ich nicht mehr. Dann ist es manchmal besser zu sorgen, etwas schön gespielt zu haben, aber Box Gold. Schöner Schlepper, ne? Gibt's auch FDR mit dem Band hier. Mach den neuen. Ich würde ja natürlich mehr mit Gülle und Mist arbeiten, ne? Aber das haben wir noch nicht. Aber sonst kannst du schön eine dumme Stufe immer schon mit Gülle machen. Das ganz cool, organische Düngung stehe ich mehr drauf wie mineralische Düngung. Ne? Wir müssen mal gucken, wo der Punkt ist. Noch läuft die Rinderzucker nicht. Das wird auch noch ein bisschen ganz lange dauern, bis wir da erstmal alles drin haben. Was wir da brauchen, ne? Das ist nicht zu unterschätzen, aber das bringt ja auch Kohle, ne? Kompostmaster und so machen wir hier gar nicht. Glaube ich nicht. Da bringt sich nicht das Business mit Kompostmaster. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Rindermast und wenn wir dann ganz gut sind, melden wir uns irgendwann mal, wenn wir die Kohlen haben, den Milchviehbetrieb dazu kaufen. Aber das steht ganz weit in der Ferne. Erstmal ist jetzt hier Phase. Vor allem erstmal alles ans Laufen bringen. Die erste Ernte abwarten, dann können wir gucken, was wir alle für Futtermittel haben und so. Und dann schauen wir weiter. Du bist schon fertig, kann nicht sein. Kann nicht sein. Naja, ich guck da gleich nach. Obwohl, ich habe auch einen anderen Flug mit reingenommen, ne? Kann sein, dass wir uns gerne so ein riesen Moped mieten. Ich weiß gar nicht, ist das ein Flug? Das ist ja jetzt noch. Hatte wie gesagt noch ein paar Mods gesehen, dass das Spiel angenehmer wird. Wenn du doch viel selber machen musst, brauchst du auch schon mal Schlachtkraft. Nicht, dass du da. Wie heißt das? Ja, das heißt nicht. Nicht ewig dran hängst, aber dann wird es auch irgendwann mal
zu Strapaze, sagen wir es mir so. Ich habe gerade auf der Holzhammer die eine Fläche gegrubbert, ne? Ja, der auch mal hier ein bisschen ewig gedauert. Das ist halt so. Das ist halt so. Kannst auch nichts dran ändern. Ja, wenn dann bitte eine Verkaufung. Oh, nee, ich mag so den Fuhrpark, ne? Hier ist. Muss ja nicht immer gleich. Riesen wieder. Wir können da nicht mit so einem Spannnetz am Anfang zu fliegen. Wenn ich das Ding mit drin habe, was ich meine. Mieten uns im Gespann zu fliegen, reißen nicht fliegen, die Flucken einmal durch. Und dann ist das ja auch wieder ganz was anderes, wenn du das nicht alle geballt hast, ne? Wenn du das einmal fertig hast, dann ist ja gut. Und dann kannst du dann sozusagen im Herz mal fliegen, wenn los ist. So, dann hast du ja nicht alle Flecken auf einmal. So haben wir ja jetzt alle Flecken auf einmal zu fliegen. Das war nicht so, so prickelnd. Sagen wir es mal so, ist nicht so prickelnd, ne? Oh, auch halt nicht fertig hier ist. Das ist auch die kleinste, glaube ich, ne? Das ist gerade nicht die Kleinzelle. Das läuft schon mal. Sie ist halt nur schlecht in der Innenansicht, dann brauchst du nichts vormachen. Ne? Also ich konnte nicht in der Innenansicht schleppen, weil ich nicht wusste, wie lange vorne. So siehst du ja noch die Reifen springen. Fertig ist der Lachs. Erste Wiese Checkhorn, ne? Erste Wiese Checkhorn, bitte. Jetzt müssen wir wissen, jetzt kannst du gar nicht in die Schuhe, oder was? Ich glaube, das bringt nichts mit dem Schlepper. Klopp dich mal ein. Gehen wir das erst zum Hof. Das hat ja keinen Zweck, wenn es nicht geht, geht's nicht. Da brauchen wir einen anderen Schlepper für. Aber die haben wir gerade nicht über. So, ich muss hier ausmachen. Tatsache, du bist fertig. Nicht fertig. Achso, ich wollte mal eben gucken, ne? Tatsache, ich habe einen größeren drin. Was ist das denn? Standard? Mieten. Ja. Das hat ja sonst keinen Sinn, da werden wir nie fertig. Da werden wir nie fertig, deswegen. Oh, ich hab voll Bock auf ein Optum, ne? Oh, der räuchert noch nach. Oh, krass. Achso. Bringen wir den nämlich eben zum Hof. Kann ja eigentlich vor die Schleppe, ne? Okay.
so mal ein System finden, wo wir die Sachen hinstellen. Das ist auch noch nicht so einfach. Rein theoretisch kannst du mal hier von die Schleppe. Ich hoffe, der ist jetzt auch nicht mehr so laut. Ich habe ja gesagt, ich habe alles ein bisschen runtergestellt, ne? Ja, die Drille weiß ich noch nicht, was wir benutzen. Besser haben, wie brauchen, oder wie sagt man denn so schön? Das machen wir nachher. Boah, ich liebe ihn, ne? Ich liebe ihn. Du hast so IC, oder ne? Du hast so IC. Na, geht jetzt natürlich wieder nicht, ne? Ja, müssen wir dann halt einmal so machen. Manchmal ist das mit den Tasten so. Ich verstehe es nicht. Ich habe doch alles belegt. Ich habe alles belegt, ne? Das ist manchmal nicht. Geht. Egal. So, Abflug, wir müssen fliegen. Oder liegt das hier am Mobil? Keine Ahnung. So, fahr doch mal beiseite. Twins dran, ne? Dann machen wir ein paar Lava-Lampe. Ja, aber ich hab auch nicht mehr dran gedacht. Oh, ehrlich, ich lieb diesen Optum, ne? Vorsicht, Mädels, gib mal eine Seite, jetzt wenn ich kommt. Voll und hoch. Ich denke gegen vorn. Ich vergesse, dass ich Zwillinge dran habe, ne? Kurz, ey. Warte mal, jetzt seid ihr da. Jetzt habe ich schon ein paar Lauberlampen und die heizen mich trotzdem noch um, ne? Hör mal, der hat Bock. Der hat einfach nur Bock. Taste geht, ne? Aber es geht nicht. Das ist ja doof. Wollen wir mal eben schnell hier runter? Ja, Flugfunktion. Perfekto. Da können wir eben alles mit durchreißen. Das ist ja kein Ding. Das geht ja rucki zucki. Aber liebe Leute, ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ja, ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.